Hey Leute, ich starte jetzt ein Follow Me Round, denn wie ihr seht, bin ich an einem Bahnhof von zwar in Köln und ich treffe mich gleich mit Charlottes Block. Ich laufe gerade an ihr Gleis, voll creepy, weil ihr Zug ist noch nicht da und sonst würde ich sie, glaube ich, nicht finden. Und ich nehme euch heute einfach mit. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay, ihr Zug ist jetzt angekommen, dann werden wir sie mal suchen. In welchem Wagen? Okay, ich warte lieber. Und der Zug fährt an mir vorbei. Charlotte, wo bist du? Okay, ich stehe da wie so ein Mensch ohne Freunde und suche sie und dann ist sie runtergegangen und dann steht sie da. Oh, Charlotte ist da. Hey. Sie ist da. Wir sind jetzt nochmal im Bahnhof. Eigentlich wollte ich mir was zu essen holen und da, wir vloggen so simultan. Ihr seht, ich bin nicht zu Hause, sondern am Bahnhof. Und wir laufen jetzt raus auf die Domplatte, denn dann fahren wir ins Mediakraftbüro und drehen ein paar Videos. Und sie redet die ganze Zeit und ich rede auch. Und die reden und sie schütteln die Videos rein. Der vloggt auch gerade. Und wir werden von hinten überfahren. Und ja, aber es ist ein bisschen laut, deswegen melde ich mich draußen nochmal. Warte, nimmt das auf? Moment, hallo? Hallo. Hey Leute! Ist das so ein Cut? Cut. Ich bin hier mit Charlottes Blog und wir drehen hier. Du musst dann Hallo sagen dann erstmal. Okay. Hallo. Wir haben gerade ein paar Videos gedreht, da hinten ist Charlotte. Wir sind nämlich gerade hier in dem Dingens da und haben gerade ein paar Videos gedreht. Die werden dann wahrscheinlich vor dem hier online kommen, denke ich. Und jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen in die Stadt, ein bisschen was shoppen, was weiß ich, vielleicht was essen, mal gucken. Aber erstmal müssen wir hier diesen Saustall aufräumen. Okay, dann würde ich sagen, ich melde mich einfach gleich wieder, wenn ich wieder draußen bin. Also wir sind jetzt gerade wieder raus und sind hier gerade am Dom. Das sieht man wahrscheinlich im Hintergrund, wenn ich mich umdrehe. Und ich und Charlotte dachten uns, wir gehen jetzt noch was essen. Und ja, wir suchen uns jetzt was Kleines, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Obstiges oder so. Und dann gucken wir noch so, was es hier so gibt, ein bisschen shoppen, mal sehen. Und dann gehen wir jetzt mal los. Okay, wir haben jetzt das gefunden. Wir gehen jetzt zu Rewe to go. Da gibt es nämlich so Sachen. Und das Problem ist, da gibt es so Sachen. So Sachen zum Essen. Das Problem ist nur, es regnet gerade. Und deswegen versuche ich zu vloggen, aber es zeigt sich als etwas schwierig, weil ich nicht so viel Lust habe, dass gleich meine Kamera irgendwie nass ist. Also letztendlich wurde es zu einem Becher Obst und einer Flasche Cola. Perfekte Kombination. Was hast du zu essen? Oder zu trinken? Und das werden wir uns jetzt mal reinziehen. Charlotte versucht gerade eine coole Aufnahme von der Gegend hier zu machen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir filmen noch ein Outfit, aber das machen wir dann am Bahnhof. Und jetzt gucken wir noch, was es hier noch so gibt. Vielleicht gehen wir noch in den Bershka, der hier ist, weil Bershkas gibt es eigentlich nie so oft, ne? Und ja, gehen wir zum Bershka. Okay, wir gehen jetzt zum Bershka. Ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse jetzt Charlotte alleine, weil ich habe echt gar keine Lust mehr auf sie. Denn sie hat mir gerade gesagt, dass sie noch nie in ihrem Leben Maronen gegessen hat. Und als ich ihr dann einen angeboten habe, meinte sie, nö, sie hat eine Nussallergie, sie darf die nicht essen. Also jetzt ist echt vorbei. Das hab ich gar nicht. Ich habe gefragt, ob das was mit Nüssen zu tun hat. Also nee, für mich ist jetzt vorbei. Ich habe mir überlegt, ich lade auch nicht das Video hoch. Danke. Nein, Spaß. Wir sind gerade ein bisschen witzig drauf. Da ist sie gerade in ihren Zug gestiegen. Ich bin jetzt alleine. Ich suche jetzt gerade mein Gleis und dann fahre ich auch mal nach Hause. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch heute gefallen. Ihr hattet einen kleinen Eindruck davon bekommen, was ich heute alles so gemacht habe. Und ja, dann würde ich mich hiermit